Wir schauen jetzt von Renzo, das waren die Reaktionen auf meine Zerstörungsvideos. Genau, schauen wir einfach mal rein. Wie gesagt, er hat sich ja relativ viel Mühe gegeben für die Videos und schauen wir mal, wie die Leute reagiert Gab aber von der CDU auch etwas Positives. Wie immer sind alle Thesen falsch. Ein dickes Fuck you. Also ehrlich gesagt. Ja, den Clip, den gab es ja auch bei TJ, den haben wir auch geschaut. Vielleicht sollte ich meine Facecam ein bisschen verschieben. Einen Augenblick. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ja. Ja. Machen wir es so. Schauen wir rein. Frau Maischberger, ich nehme die nicht mehr ernst. Weil in der Politik nur Vetternwirtschaft herrscht. Die blasen sich hier und dort hoch. Muss doch irgendwie sein, dass ich so richtig inhaltliche Fehler gemacht habe. Haben Sie das schon angeguckt? Nein. Ja, das ist halt so richtig dreist gewesen, dass sie auch einfach gesagt haben, dass sie es gar nicht angeschaut haben, aber sich angeblich die Thesen durchgelesen haben und alle wie immer falsch sind. Also das war schon echt lost von dem Boy. Das ist letztlich ein Schlag ins Gesicht von euch. Kannst du jetzt etwas entspannen, nachdem das dritte Video raus ist? Voll, Alter. Ja, ja. Ha, Alter, wenn ihr wüsstet, wie ich mich fühle, durch die Veröffentlichung vom dritten Video. Also ich frag mich, er hat ja zwischenzeitlich einen Hörsturz gehabt, genauso wie ich, kompletter randomerweise, ob das halt durch die Videos entstanden ist, durch den Stress halt, den er durch die Zerstörungsvideos da hatte. Aber ich habe das halt am Anfang gelesen, dachte mir so, yo, Hörsturz, so keine Ahnung, schon ein bisschen random, dass es so von Stress kommt, aber irgendwie, als ich dann auf sein letztes Video reagieren wollte, einen Tag vorher oder am selben Tag habe ich auch einfach einen Hörsturz kassiert wegen Stress, einfach Private Life. Was ist das für ein fucking Zufall einfach? Also das ist schon echt nicht zu spaßen, weil da habe ich dann auch erst herausgefunden, dass es halt auch irreversibel sein kann und einfach nicht mehr zurückgeht. Da war ich schon ein bisschen mad, als ich auf dem einen Ohr weniger gehört habe. Also muss ich schon sagen an der Stelle. Jo, fühle ich mich so gut, das jetzt abgeschlossen zu haben, so gut. Und das Ding ist, ich habe jetzt erst, komme ich dazu, mich richtig ausführlich damit auseinanderzusetzen, was da überhaupt zugeschrieben wurde, was da überhaupt zugesagt wurde. Lisa und ich und Jakob, wir haben nie geguckt, so groß, was irgendwie Zeitungen schreiben, was irgendwie Artikel sind, was irgendwie so das Feedback ist, weil wir die Zeit nicht hatten, weil wir direkt das zweite Video machen mussten und dann kam das zweite Video raus und dann mussten wir direkt das dritte Video. Lisa hat mir fertig gemacht. Oh, der Boy hatte auch safe no chill, wenn er diese Zerstörungsvideos erstellt hat. Kann ich mir richtig gut vorstellen, der Arme. Links von Reaktionen auf die Zerstörungsvideos. Und wenn ihr wollt, können wir uns die jetzt mal angucken zusammen. Was da so kam, können wir uns einfach mal angucken. Also das Erste, was Lisa hier auf der Liste hat, ist eine Sache, die kenne ich schon. Nämlich Feedback von Laschet. Das war Feedback von Laschet nach Teil 1. Der CDU. Ja, Feedback in Anführungszeichen. Ja, Chat. Haben Sie das schon angeguckt? Nein. Bin gespannt. Warum nicht? Na, wenn ich alle Videos anschaue, die jetzt irgendwer macht, dann hätte ich viel zu tun. Ich habe die Thesen gelesen, die er hat. Die sind wie immer falsch. Und was ist das eigentlich für eine disrespectful Aussage? Also, wie gesagt, da soll man halt wirklich irgendwie Gegenargumente liefern oder irgendein Schreiben. Er muss es ja nicht live machen. Er kann ja auch sagen, hier, schaut mal, das Dokument haben wir vorbereitet. Da wird beschrieben, warum es falsch ist. Sei mal dahingestellt, ob sie es wirklich widerlegen können. Aber das ist einfach so, wie sagt man, zu suggerieren, wie immer falsch. Also halt zu suggerieren, auch dass bisher alles andere, bisher Gesagte halt falsch ist, ist einfach nur schwach in meinen Augen. Kann man die dann widersprechen und erklären, warum er nicht richtig liegt. Haben Sie denn mit ihm mal gesprochen? Ja, mehrmals. Ja, 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 wir haben immer wieder mal gesprochen. Echt? Er hat auch mal, es gab mal eine Phase, wo er auch an Sachinformationen interessiert war. Es war aber nur eine Phase, muss ich dazu sagen. What the fuck ist denn das für Aussagen? Das ist ja schon... Ich glaube, der Boy ist schon richtig angeknackst von den Videos auf jeden Fall. Es war so eine ganz kurze, ich würde sagen, es war vielleicht ein zweiwöchiger Zeitraum, wo ich mal an Sachinformationen interessiert war. Das ging schnell wieder weg. Das war eines der vorletzten Videos. Da hat er, glaube ich, über Bund, Länder, wie das mit den Schulen geht, wie das eigentlich funktioniert, Föderalismus. Das war ein sehr sachliches Video. Da haben wir geredet. Also das war ein sehr sachliches Video, sagt er. Das war das vor dem Video, das vorletzte politische Video. Also er sagt, dass, also zu dem Zeitpunkt, wo er es sagt, sozusagen sagt er, das vorletzte politische Video war sehr sachlich, aber wie immer sind alle Thesen falsch. Ist auch okay, ist auch okay. Ja, stimmt. Wobei, jetzt eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Aber ich finde es krass, wenn die Boys wirklich miteinander telefoniert haben, das wusste ich gar nicht. Also dass sie da wirklich so einen krassen Kontakt hatten, hätte ich gar nicht gedacht an der Stelle. Okay, kann man so sagen, kann man so sagen. Und nur das, was er da vertritt, das ist, er ist jetzt Aktivist, er ist Wahlkämpfer, er will nicht mehr. Er will Kanzler werden. Aber Strong ist einfach Riso vor Kanzleramt. Wie er am Anfang sagt, die sind wie immer falsch
Ja, das ist echt Stück für dumm. Stück kann man die dann widersprechen. Und Stück für Stück kann man bei den Thesen widersprechen. Wisst ihr, wer das gemacht hat aus der CDU? Niemand. Ja, genau, das ist das, was ich mich gefragt habe. Haben die das gemacht? Nee, anscheinend ja nicht. Vor allem, wenn er dann in seiner Reaction das sogar noch sagt. Halt, klar kann man immer viel behaupten und sagen, ja, das ist falsch. Aber wenn du halt kein Argument bringst, dann bist du selber einfach übelst unglaubwürdig. Aber Stück für Stück könnte man das jetzt auseinandernehmen, was ich gemacht habe. Habe ich aber gar keine Lust halt drauf. Aber ich könnte, also wenn ich wollte, könnte ich das Stück für Stück auseinandernehmen. Einfach bad. Aber will ich nicht. Aber ich könnte. Ey, aber wisst ihr, was daran eigentlich am meisten asozial ist? Das ist letztlich ein Schlag ins Gesicht von euch. Also von allen Leuten, die das Video geguckt haben, von allen Leuten, die das Video geteilt haben, von allen Leuten, die dem da einen Daumen hoch gegeben haben. Weil er muss nicht darauf antworten, was ich finde. Ich bin nicht wichtig als Mensch so. Aber wenn eine solche inhaltliche Auseinandersetzung von 5, 6 Millionen Leuten geguckt, geteilt wird, von über einer halben Million Leuten ein Like geben, über 50.000 Leute darunter kommentieren und einen Diskurs führen, wenn man das hat und dann sagt man, nee, dann nehme ich mir nicht die Zeit zu, den ganzen Leuten zu antworten. Dann ist es schon ein dickes Fuck you an diese Hunderttausende, diese Millionen Leute, die diesen Thesen zustimmen, die diese inhaltliche Auseinandersetzung mitführen, die das Ganze geteilt haben, etc. Die anderen. Also, das finde ich auch richtig krass, weil ich habe es auch selber mitbekommen auf meinem YouTube-Channel. Ich meine, ich mache jetzt ja relativ seit kurzer Zeit ein bisschen aktiver Videos und letzten Endes auch nur die Stream-Ausschnitte hier. Und ich hätte damit auch gar nicht gerechnet, aber die Rezo-Videos, auf die habe ich auch reagiert, auf diese Zerstörungsvideos, und die haben unverhältnismäßig viele Aufrufe bekommen bei mir und unverhältnismäßig viele halt Kommentare auch. Und das heißt halt für mich, also dieses Thema ist halt schon polarisierend. Viele Leute schauen das Video natürlich von Rezo und haben da Bock, sich auch mit auseinanderzusetzen und mit den ganzen Informationen, um zu bestätigt zu bekommen, ob die halt real sind oder nicht. Ich meine, widerlegt wurden sie ja bisher ja nicht. Und wenn halt selbst zu mir als übelsten Kecko halt einfach irgendwie paar Leute kommen und Kommentare schreiben und halt auch sachlich anfangen zu diskutieren in den Kommentaren, denkt man sich so auch, hä? Also das ist ja schon ein richtig krasses Thema. Warum wird denn da drauf überhaupt gar nicht eingegangen? Also das ist für mich bis heute einfach noch unverständlich. Ich meine, jetzt sind die Wahlen ja schon gelaufen, jetzt kann man eh nichts mehr dran ändern, aber davor ist es einfach richtiger schlechter Move gewesen auf jeden Fall. Selbst, keine Ahnung, also wirklich. Andere Sache, die Lisa mir rausgesucht hatte, war ein Clip, auch bezogen auf das erste Video, nämlich Andy Scheuer bei Maischberger. An den allerletzten, das ist ein Juck. Mein Gott, das habe ich auch schon gesehen. Das ist auch richtig schlecht gewesen. Also, ja, schauen wir es einfach mal an. Junger Mann, das ist ein YouTuber, blaue Haare, der hat schon einmal Oh je, angefangen mit oh der je. Zerstörung der Jetzt fangen schon der mit Kabaddi an, jetzt CDU. hören Sie mit Kabaddi auf. Nein. Der ist schon ein bisschen. Das ist richtig Schon ein mad. bisschen geil, finde Nein, es ist kein Kabarett, der hat einen neuen Clip. Nein, es ist nicht. Es ist nicht. Und da gibt es einen Ausschnitt, der sie betrifft. Es geht ganz schnell und. Der hat safe gesehen und der ist so salty, Alter. Man sieht schon in seiner ganzen Gestik und Mimik. Es ist nicht schmerzhaft. Ja. Einmal ganz kurz. Er hat gar keinen Bock, ne? Man merkt so, er hat gar keinen Bock. Guck in diese bocklosen Augen. Das ist so true. Wieso bitte? Bei der Maut-Andi-Scheuer-Geschichte gilt also wieder: entweder hardcore inkompetent und einfach fahrlässig Steuergelder gewastet, oder irgendwas lief hier nicht ganz ehrlich ab. Eine andere Möglichkeit gibt es rein logisch nicht. Also ehrlich gesagt, Frau Maischberger, ich nehme die nicht mehr ernst. Nicht mehr? Wann hat er mich ernst genommen? Weiß ich nicht. Damals, als Gute ich Mucke Frage. gemacht habe auf meinem Hauptkanal, wann hat er mich ernst genommen? Ich weiß nicht, Imagine. wann war der Punkt? Wann war der Cut-off? Weil, wissen Sie, ich habe auch so viele Leute, die sagen, du machst deinen Job echt gut. Ich war gestern bei einer Ortsumfahrung in. Ich nehme den nicht mehr ernst, Komma, weil es Leute gibt, die sagen, ich mache meinen Job gut. Ja, das Argument ist bad, aber ich kann ein bisschen verstehen, was er meint, weil er ja denkt, es gibt immer Leute, die dagegen sprechen, aber das Argument ist echt trotzdem richtig bad. Okay, Der Rezo, der kennt mich einfach nicht, ja? Und das ist das schlechteste Argument. Also, als ob man Leute kritisieren könnte, die man kennt. Das hat den Clip habe ich schon gesehen, deswegen dachte ich mir schon, oh mein Gott, was ist das für eine Schmutzaussage gewesen, wirklich. Also, wenn man wirklich nur Leute kritisieren dürfte, die man kennt, dann wären wir einfach. Was wäre das für eine Welt? Also wirklich, dann könnte ja jeder jeden Scheiß machen und man dürfte sie nicht kritisieren, oder wie? Und dann soll es einfach bleiben lassen. Man hat aber Und die Fakten einfach mal recherchiert. in die Also Akte man kommen. könnte ja über die Fakten, gut, also es kann man sich ja anschauen und dann seine Meinung bilden. Ich kenne ihn einfach nicht. Ich kenne den Andi einfach nicht. Das ist einfach. Wir haben noch nicht so abgehangen. Ich weiß gar nicht, was das soll, dass ich hier so auch so Videos mache. Ich finde sehr strong, dass Frau Maischberger so lieb ihn daran erinnert, dass es halt um Fakten ging. Also das finde ich auch. Also ich finde ehrlich gesagt cool, dass sie da zumindest ein bisschen drauf beharrt hat. Auch ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht den ganzen
die ganze Vorstellung gesehen, inwiefern die da noch drauf eingegangen sind. Aber ich fand es halt auch cool, dass sie da nochmal nachgehakt hat. Ich hätte, wenn sie da nicht näher drauf eingegangen sind, hätte ich es cooler gefunden, wenn sie da trotzdem mal ein bisschen geforst hätte. Aber ich kann schon verstehen, dass man das vielleicht nicht macht in ihrer Situation. Aber trotzdem, also es sind ja Fakten, es ist ja nichts irgendwie Erfundenes. Man kann ja viele der Sachen auch einfach im Internet nachlesen oder in ja, sagen wir mal, Mainstream-Medien. Dementsprechend ist diese Aussage halt einfach dumm und es einfach so abwirken zu wollen, ist halt auch einfach nur unseriös as fuck. Und ich recherchiert habe und das, was ich ihm entgegnet habe, das, was ich kritisiert habe, halt inhaltlich und belegt war und nicht einfach nur irgendein, naja. Und sie sagt, man könnte ja auf, ne, das sind Fakten, man könnte ja inhaltlich drauf eingehen, aber naja, muss man natürlich nicht. Finde ich sehr lieb von der Frau Maischberger, dass sie daran so erinnert. Es gab aber von der CDU auch etwas Positives, nämlich zum Beispiel vom Ex-Generalsekretär, dem Herrn Polenz. Das ist der Ex-Generalsekretär von der CDU und der bedankt sich für das... Was? Ist ja richtig nice. So Video für das dritte, das ist jetzt bezogen auf Part 3, da hat er einen offenen Brief geschrieben und da hat er sich halt für das dritte Video bedankt, was ich sehr nett finde. Also er hat basically in dem Brief auch nur Zustimmung geäußert und nicht irgendwie gesagt, dass er irgendwas jetzt anders sieht oder so. Habe ich auch gesehen, fand ich sehr, sehr cool, dass er da so ein offenen... Also an und für sich hätte er schon gerne auch sagen können, dass er was anderes sieht, aber das Ding ist halt, wenn du halt irgendwie was anderes siehst, dann muss es halt entweder eine subjektive Sache sein, die man auch anders sehen kann. Und die jetzt nicht auf irgendwelchen Falschaussagen beruht. Aber wenn an und für sich, ist es eigentlich schon eine coole Aktion, dass die Leute sich auch da kritisch mit auseinandersetzen. Vor allem auch, wenn in dem Video halt auch viel thematisiert wird, das nicht unbedingt zugunsten der eigenen oder ehemaligen eigenen Partei. Das heißt jetzt nicht, wie der dazu noch zu der Partei steht. Einen Brief geschrieben hat, fand ich sehr, sehr coole Aktion. Sehr, sehr coole Aktion. Ey, hier stehen noch andere coole Sachen. Zum Beispiel, das Abgeordnetenwatch hat geschrieben, dass SchülerInnen auf deren Website einem CDU-Politiker geschrieben haben, ey, komm mal in unsere Schule wegen dem Rezo-Video. Diskutier mit uns über das Rezo-Video. Und der hat geantwortet, erstmal cool, dass er so geantwortet hat, und hat gesagt, ja, gerne diskutiere ich mit euch über das Rezo-Video. Ich komme zu euch in die Schule, diskutiere mit euch über das Rezo-Video. Also wahrscheinlich hat er es nicht so aggressiv gesagt, wie ich es jetzt gerade sage. Beide Seiten. Ey, komm zu uns an die Schule. Diskutier mit uns über das Rezo-Video, haben die gesagt. Und dann hat er gesagt, ey, ich komm zu euch an die Schule. Ich komm dahin und diskutiere mit euch, hat er dann gesagt. Beide Seiten waren leicht angespannt in dem, was sie gesagt haben. Stell ich mir so vor. Und dann haben die gesagt, Dankeschön, dass du kommst zu uns an die Schule. Komm ruhig an die Schule, haben die SchülerInnen dann gesagt. Ey, aber grundsätzlich, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die in der Schule oder in der Uni oder... Lol, was? In der Schule schauen die das? Also im offiziellen Unterricht oder was? Oh, das wäre ja schon ein harter Disrespect. Also ich fänd's gut. Ich fänd's gut. Ich weiß nicht, das Video geguckt haben, so fucking viele Leute, ich habe so viele Fotos zugeschickt bekommen, krass. Wo Leute im Unterricht sitzen, wo Leute in der Uni sitzen und dann einfach das Video miteinander gucken. So strong, hat mich total positiv weggeflasht, dass das so viele Fälle auch waren. Also wirklich unfassbar viele, unfassbar viele. Oh, Alter. Strong. Grundsätzlich war zu dem dritten Video sehr viel Positives, also zu allen eigentlich, aber zu dem dritten dann auch nochmal insbesondere. Warte, da hat mir Lisa auch nochmal einen Artikel gelinkt. Leider wieder ziemlich gut, wie Twitter das neue Rezo-Video feiert. Eine Woche vor der Bundestagswahl beschäftigt sich der YouTuber Rezo in einem neuen Video mit Korruption in der Politik. In sozialen Netzwerken ruft das dritte Zerstörungsvideo zahlreiche Reaktionen hervor. Jedenfalls waren grundsätzlich das Feedback sehr, sehr gut. Genau, auch von ihm hier, Fabio De Masi, der ist Obmann im Untersuchungsausschuss von Wirecard. Das ist sozusagen einer der Chefs vom Untersuchungsausschuss Wirecard. Okay. Und das ist sehr, sehr cool, weil der ist ja in dem Thema drin. Und dann von solchen Leuten sozusagen positives Feedback zu bekommen, wenn es um Themen geht, die wirklich auch schwierig sind. Der ist auch sehr, sehr krass in dem Cum-Ex-Warburg-Bank-Thema drin. Und das ist nicht easy darzustellen. Das ist so komplex, ohne Witz. Also es gibt Timelines, die wirklich über Dutzende DIN A4 Seiten einfach nur dieses Datum ist das passiert, dieses Datum ist das passiert, dieses Datum ist das passiert. So krass. Und dann von so jemandem zu hören, dass er das Video strong findet, ist auf jeden Fall cool. Weil das ist... Ja, das ist auf jeden Fall ein Lob, dass man sich da an seiner Position schmecken lässt, sage ich mal. Also, ja, mir war das nicht ganz klar, als ich das Video geschaut habe, wie genau das funktioniert mit diesem Cum-Ex da und was da passiert ist. Ich habe da im Nachgang nochmal ein bisschen gelesen. Und jetzt ist es auch ein bisschen klarer. Aber an und für sich finde ich es aber auch richtig krass, dass Rezo, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals in so einer komprimierten Wucht
irgendwie so viele Informationen bekommen hätte, halt auch so belegt. Also wenn, dann kriegt man halt, also klar, Videos gehen halt auch einfacher rein als Wall of Text, wenn man irgendwie so ein, da schaut man sich natürlich lieber ein Video an, anstatt eine 50 Seiten Abhandlung über Probleme durchzulesen. Wenn die Themen, die in dem Video eben thematisiert wurden, auch in schriftlicher Form festgehalten worden wären, da schaut man sich natürlich lieber das Video an. Und da finde ich schon das schon krass, dass es überhaupt mal halt so präsent gemacht wurde, weil vorher war mir das alles, hat man alles am Rande mal mitbekommen, aber so richtig in der Dimension halt nicht wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, ob ihr es da anders wahrgenommen habt, aber bei mir war das jedenfalls so. Letztlich das, was am meisten gut tut, wenn Leute, die Plan von einem Thema haben, sozusagen sagen, dass es inhaltlich richtig ist. Das ist wichtig. Also Lisa und ich, wir gehen auch wirklich bei jedem Video, gehen wir miteinander die einzelnen Sätze, wirklich die Wordings der einzelnen Sätze im Skript durch und sagen, kann ich diesen Satz so sagen? Ist das in der Quelle so belegt, dass ich das jetzt so sagen kann? Dass entweder klar ist, das ist eine Bewertung, dann kann ich natürlich sagen, was ich will, ne? Wenn einfach ich sage, wissenschaftliche okay, das Arbeit. Das Wetter ist schön, das Wetter ist nicht schön, kann ich das nicht belegen, sondern das ist einfach eine Wertung, ist völlig klar. Aber wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, kann ich das genauso korrekt sagen? Ist das so richtig, die Tatsachenbehauptung? Puh, Alter, und da wie, sind wir sehr viel am Double-Checken und dann am Schluss ne, zu hören, dass Leute, die wirklich Plan von einem Thema haben, dann sagen, und es war grundsätzlich so, jetzt nicht nur bei dem dritten Video, sondern insbesondere auch beim zweiten Video waren echt viele ExpertInnen, die, oder nur Experten, alles, was ich von ExpertInnen gefunden habe, war nur positiv, was total awesome ist. Aber bei dem dritten Video war es auch so, dass mir, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das war in einem Call, eine unabhängige Lobbyorganisation hat mir am Telefon auch gesagt, so ey, weil ich habe die mehrfach angerufen, bestimmt 10-mal, also oder 8-mal, 9-mal, 10-mal habe ich die angerufen, um halt Sachen zu klären, um zu sagen, warte mal, ich sage in dem Video das, ist das so richtig? Könnt ihr mir dazu noch mal eine Primärquelle geben? Wo ist der Gesetzestext davon? Ich habe jetzt das so gemacht. Ist es also richtige Props an ihn, dass er da überhaupt so krass ins Detail geht. Wenn man es billig hätte machen wollen, hätte man als hier einfach nur auf irgendwelche Informationen aus dem Internet beziehen können, wäre auch okay gewesen, aber wenn man dann halt wirklich noch so ins Detail geht und dann auch das persönliche Gespräch sucht und Primärquellen eben, dann das zeugt dann ja schon davon, dass er sich da richtig fett mit auseinandergesetzt hat und eigentlich ist dann auch sad, dass da halt überhaupt gar nicht drauf eingegangen wird, so wirklich kritikmäßig, aber wie gesagt, der Zug ist jetzt abgefahren und die Entscheidungen wurden getroffen. Ist so cool, ne, weil ich ganz sicher sein wollte, dass es alles richtig ist, was ich da sage. Und die haben zu mir dann auch gesagt, ey Leute, wenn alle Journalisten so arbeiten würden wie du und Lisa, dann wäre schon vieles geschafft. So, das war schön zu hören. Das kann ich mir schon echt vorstellen. Das war sweet zu hören. Er meinte halt so, ja, die meisten aus der Presse, die rufen halt nur an, wollen irgendeinen O-Ton haben, der zu dem passt, was sie gerade schreiben wollen und fertig. Mhm. Die wollen einfach nur, könnt ihr mir ein Quote geben, was eure Meinung dazu ist? Alles klar, danke, diesen Quote packe ich rein, fertig. Das hat er so erzählt, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass sie das nicht besser können. In keiner Form. Ich glaube, dass es daran an zeitlichen Druck einfach liegt. Ich habe... Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. Also, wenn man da einen Leistungsdruck hat und halt... Also, ich meine, ist jetzt nicht so, dass er keinen Leistungsdruck gehabt hätte, aber wenn man so einen quantitativen Leistungsdruck hat, dass du halt ständig irgendwas pushen musst und publishen musst und dann halt auch noch abhängig bist von irgendwelchen Vorgesetzten, also das ist jetzt bei ihm nicht direkt der Fall, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du halt einfach... Also letzten Endes ist es für die Leute auch nur ein Job und die werden dafür bezahlt und je schneller sie damit durch sind, desto effektiver haben sie mehr oder weniger gearbeitet, auch wenn es halt vielleicht nicht qualitativ so hochwertig ist, aber das Geld kriegen sie ja dann trotzdem. Dementsprechend sehe ich da halt schon, dass man da vielleicht dann auch nicht so ins Detail nachfragt, aber das, umso besser finde ich es eben, dass er das hier für seine Videoreihe gemacht hat. Das große Privileg, dass ich bei diesen Videos natürlich so lange recherchieren kann, wie ich will letztlich. So, ich habe nicht eine Deadline und muss einfach einen Text innerhalb von einer Stunde oder drei Stunden schreiben, sondern ich kann wochenlang einfach sagen, okay, scheiß drauf, dann streame ich heute halt wieder nicht, mach halt das. Letztlich kann ich das relativ... Also das kann er theoretisch machen, ganz kaufe ich ihm aber nicht ab, weil letzten Endes war das ja trotzdem schon eine relativ krasse Timing-Geschichte mit diesen drei Zerstörungsvideos. Dass die dann halt auch noch im Trend der Zeit liegen, sage ich mal. Also es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, wenn er die Videos, die er jetzt gebracht hat, die wären wahrscheinlich trotzdem noch ziemlich interessant gewesen, auch in 6 Monaten. Aber jetzt ist es halt einfach, wie sagt man, dieses Sprichwort am Zahn der Zeit. Und genau jetzt zu den Wahlen war es halt einfach das perfekte Timing auch für die Videos. Und ganz so, wie er sich gerade darstellt, ist es theoretisch zwar schon, aber in der Praxis hat er sich wahrscheinlich schon trotzdem heftigen Druck gemacht, eben deswegen das dann zeitlich rauszubekommen.
frei entscheiden, so, ne? Und das ist natürlich ein Luxus, den längst nicht jeder hat. Längst nicht jeder hat. Bei dem Klimavideo haben wir auch von ExpertInnen ganz viel positives Feedback bekommen. Genau, die Claudia Kempfert, das ist eine Professorin, die ist unter anderem eine Leiterin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die hat das Video gelobt. Der Professor Höhne, der hat auch gesagt, dass die Recherchen gut waren. Und der, ne, wie er selber sagt, schreibt halt auch beim IPCC-Bericht mit. So. Also ist auch ein, nicht irgendein Prof, sondern auch jemand, der sozusagen von dem Thema insbesondere auch sehr viel Plan hat. Dann das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also ich kann es nicht mal sagen, hat halt auch getweetet, dass die halt gemerkt haben, dass ich really checking out the insights, weil die wissen das auch, weil ich mit denen teilweise halt auch gesprochen habe, mit verschiedenen Leuten von denen, mit verschiedenen WissenschaftlerInnen, von denen habe ich halt auch gesprochen. Eigentlich ist es schon echt sad, dass die Leute das halt so hart impressed davon sind, dass jemand tatsächlich mal recherchiert und ins Detail geht, im Gegensatz zu den anderen Sachen halt anscheinend, weil wenn man das schon extra so erwähnen muss, dann ist es ja schon was Besonderes, dass das nicht jeden Tag vorkommt. Ich habe unterschiedliche Calls gehabt, Rechecks auch gehabt, habe den Ausschnitte vorher von dem Video geschickt und gesagt, hier ist ein Ausschnitt, könnt ihr da mal drüber gucken, ist das alles richtig, was ich sage, weil es uns halt so wichtig ist, dass es alles Hand und Fuß hat, was wir sagen. Ne? Das ist ja wichtig, dass man sich die Zeit dann nimmt. Next in the list ist Professor Quaschning. Der ist halt auch Prof in dem Feld. Meinte auch, dass es ein stronges Video ist. Professor Rahmstorf hat auch was total Nettes geschrieben. Also ihm ist auch aufgefallen, dass ich den IPCC-Bericht studiert habe. Ich habe ein paar Stunden da reingelesen. Aber okay, also studiert ist jetzt was anderes, glaube ich. Aber sehr, sehr sweet, dass er es so schreibt. Sehr, sehr sweet, dass er es so schreibt. Der Professor Rahmstorf hat auch geschrieben, genau, dass ich nicht übertreibe. Weil das war auch eine Sache, wenn du die Videos halt so guckst, dann kannst du ja fast den Eindruck bekommen, das klingt ja sehr, sehr matsch. Das klingt ja irgendwie so, ist es wirklich so krass? So das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen frustriert, als ich das Video geschaut habe und hat mir auch ein bisschen sad gemacht. Weil es hört sich halt echt heftig an. Es ist einfach ein richtiges Brett in die Fresse und man denkt sich so, fuck. Was, ihr könnt ja eigentlich gar nichts mehr dagegen tun, gefühlt. Stellst du das gerade einfach zu krass dar? Weißt du, so dieses Ding. Kannst du dir so als Bauchgefühl bekommen. Wir haben, also ich habe dann auch so drüber nachgedacht, ist es irgendwie wichtig, dass ich es abschwäche, um seriöser zu wirken? Aber nein. Eigentlich nicht, nee. Das Wichtige ist ja, dass man bei der Realität bleibt. So, und wenn die Realität halt todeskrass ist, dann musst du dich hinstellen und sagen, ey Leute, das hier ist todeskrass. So, und dann musst du es auch so darstellen, wie krass es ist so. Das ist halt wichtig. Ja, das sehe ich schon genauso. Und er sagt auch ganz klar, ey, ich habe nicht übertrieben. Ich habe bei dem Klimavideo auch keineswegs übertrieben. Das ist auf jeden Fall gut. Hier sind noch verschiedene Ausschnitte von Streams, von Reactions, die mir Lisa reingeschrieben hat. Ich gehe jetzt einfach nur die Links hier durch, die Lisa mir aufgeschrieben hatte. Dab! Mit einem Thema Dab! Erstmal die Mucke abfeiern. Ist wichtig. Das hier ist Andreas Scheuer, auch 10. Oh Gott, immer wenn ich Andreas Scheuer sehe, denke ich, wirklich jeder ist dazu in der Lage, ein politisches Amt zu bekleiden. Andreas Scheuer, der immer noch ein politisches Amt bekleidet, man kennt ihn, weiterhin ein politisches, wichtiges Amt bekleiden will, zeigt, dass es wirklich für jeden, absolut jeden möglich ist, ein politisches Amt zu bekleiden. Ja, der Meinung bin ich übrigens, je mehr ich recherchiere, desto mehr bin ich der Meinung, dass das auch, ja, also wirklich absolut. Kann ich selber schwer beurteilen. 1000% bin ich der Überzeugung, dass was. Also ich kann das absolut schwer beurteilen, aber ich gehe auch mal davon. Also so rein von meiner jetzigen Warte sehe ich auch nicht, dass er seinen Job wirklich gut machen würde. Ich weiß aber nicht, ob ich es besser machen würde. Also deswegen maße ich mir da nicht an, das zu beurteilen. Der Mann gerade gesagt hat, zu 100%. Next Link. Zumindest würde ich nicht so komische, krumme Machenschaften abziehen, die da halt offenbar aufgedeckt wurden. Ah, das ist Timo Wölken. Das ist ein SPD-Politiker, der auf alle Videos reagiert hat, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er auf alle drei reagiert hat, oder auf zwei oder noch auf das dritte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hier ist Andreas Scheuer, auch CDU. Und das ist unser Verkehr. Jumpscare oder was? Naja, passiert. Okay, next Link. Die können auch ihren, das ist auch wahr, die können ihren Job nicht, weil in der Politik gefühlt nur Vetternwirtschaft herrscht. Die blasen sich hier und dort hoch. Komm, du kriegst den Ministerposten. Ach Günther, komm, du kriegst den Ministerposten. Was glaubt ihr, warum da fast nur Männer sind? Weil da waren mal Männer an der Spitze und Männer bevorzugen gerne andere Männer. Und deswegen gibt es auch so wenig Frauen in diesen Führungspositionen in dieser Politik, weil die Männer sich gegenseitig alle nur hochlutschen. Die lutschen sich gegenseitig. Also,
schon ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich kann mir das auch sehr gut, sehr, sehr gut vorstellen. Eben mit Vitamin B, also mit Beziehungen, dass man da halt sich gegenseitig pusht. Und das ist halt alles, es ist halt einfach nicht fair. Es ist ja nicht nur in der Politik so, es ist ja auch oft in Unternehmen so, dass wenn man halt quasi richtig krass mit jemandem ist, der was zu sagen hat, dann kriegst du da natürlich auch bessere Möglichkeiten. Also ist klar, es ist immer inoffiziell und so, oder halt, wenn du auch, sag mal, angenommen es wäre so, du suchst eine Stelle und du kennst halt jemanden, der da was zu sagen hat, dass wer eingestellt wird. Und jetzt kommt ein richtig kompetenter Boy, aber die haben dir halt schon mehr oder weniger so inoffiziell zugesichert, so, ja, Bro, komm vorbei, kriegst die Stelle safe. Dann kriegst du halt einfach auch die Stelle meistens. Also es ist halt einfach so, da kann man nichts dagegen machen. Ist todesunfair, aber ist halt auch einfach so. Und in der Politik wird es genauso laufen. Es wird wahrscheinlich in fast jedem Bereich so laufen. Hoch! Ach, jetzt brauchen wir noch eine Frau, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Ach, Julia, komm, mach doch mal das. Das ist doch alles Betrug und Verarsche. Und ja, das stimmt. Die können ihren Job nicht. Aber trotzdem sind die noch zusätzlich Lügner. Sie können ihren Job nicht gut lügen. Das ist halt das Schöne dabei. Das ist der richtige Rant also von Unge. Also Spaß. Ist alles nur Spaß, Leute. Ich meine natürlich, alles ist alles nicht ernst gemeint. Ich meine alles nur zum Spaß, Leute. Die Politik in Deutschland ist super. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist auch noch mal für nix. Also das mit der Maut findet nicht statt. Man hätte. Aber es sind nicht mehr meine Steuergelder. Ihr Kleinen! Alter, was geht ab? Was geht ab? Servus, Arthur, was geht? Bei mir ist alles entspannt. Bei dir hoffentlich auch soweit. Entschuldigung? Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ihr kleinen Juan-Söhne. Die Söhne von Don Juan. Das sind nicht mehr meine Steuergelder. Denn ich zahle meine Steuern in Portugal. Ihr kriegt von meinem Geld gar nichts mehr. Danke. Mit eurer PKW-Maut und eurem Berliner Flughafen. Ihr kriegt von mir gar kein Geld mehr. Alles nur Satire. Alles nur Spaß, Leute. Alles nur Spaß. Wie ist er denn am Ragen? Die Andrea, die ja Jens Spahn davon überzeugt hat, soll dafür so 30 bis 50 Millionen Euro bekommen. Was? Guck mal, das ist selbst für Unge viel. Da merkt man, dass eine Zahl Geld viel ist. Wenn Unge Pause macht und sagt, was? Dann Noel, ist es viel Geld. Dann Noel Unge, King von Madeira ist, oder was? Dann ist es viel Geld. Digga, dafür muss ich ein Jahr arbeiten gehen und die kriegt es einfach geschenkt. Sag ich das nicht. Frech. Really? Digga, dafür muss ich ein Jahr arbeiten gehen. Unge, einfach Geringverdiener. Jetzt wissen wir, wer die richtigen Moneros macht. Alter, sehr, sehr strong. Okay, das ist jetzt Deutschlandfunkkultur. Hello, hier ist der Kompressor-Podcast mit Ramona Westhof. Und wir müssen mal wieder über den YouTuber mit den blauen Haaren sprechen. Rezo hat nämlich am Wochenende ein neues Video gedroppt. Gedroppt? Entschuldigung, müsst ihr immer mit so Anglizismen reden? Ich verstehe das nicht. Ich finde das ganz anstrengend, wenn Leute immer so viel... Video. In diesem Video geht es... Es folgen 45 Minuten zu genau diesem Thema, Korruption und Machtmissbrauch in der Politik, wie man das von Rezo mittlerweile kennt, mit viel Recherche und mit Quellenangaben und vor allem sehr unterhaltsam und mit riesiger Reichweite. Dankeschön. Das war jetzt ja schon eine Wertung. Also die Frau von Deutschlandfunk Kultur, die Ramona Westhof, die sagt, es war unterhaltsam. Dankeschön, Ramona. Ist das Journalismus, was der Influencer da macht? Was sagen Sie? Also ich würde sagen, beim ersten Video gab es noch die Debatte, ob es Journalismus ist. Heute, glaube ich, ist diese Debatte beendet. Natürlich ist es Journalismus, was Rezo macht. Er widmet sich Themen, recherchiert, macht Double-Check, Recheck und legt, und das ist vielleicht sogar mehr als normale Journalistinnen und Journalisten tun. Ja, bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, ist absolut journalistisch. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Meinungsäußerung oder irgendwas, sondern es ist ja auch alles einfach mit todesvielen Quellen halt ständig verlinkt. Dementsprechend, das kann man schon als Journalismus bezeichnen und auch sehen, ohne Abstriche. Auch noch sämtliche Quellen offen. Oh, ist das sweet. Der ist Professor. Ah, das ist der Professor Dobisch, ist ja ganz lieb. Vorhandene Informationen trägt zusammen, was in anderen Medien zum Thema herausgefunden wurde. Also zunächst einmal muss ich sagen, dass es ganz viele journalistische Formate gibt, denen niemand den Charakter des Journalismus absprechen würde, die nicht auf eigenständiger Recherche basieren. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendjemand jetzt in der Presseszene sagen will, ja, der Rezo, der hat ja nur zusammengetragen. Ich glaube, so dumm ist keiner in der Presseszene. Nee, das sagt keiner. Und zuletzt vielleicht
vielleicht noch ein Kritikpunkt, der die Videos von Rezo auch immer begleitet, ist ja, dass das Meinungs- oder Haltungsjournalismus sein soll, weil zum Beispiel wie auch im aktuellen Video vor allem die CDU Gegenstand der Kritik ist. Wie sehen Sie das? Und würde man hier nicht nur oder die CDU nicht überproportional featuren sozusagen, dann wäre das genau das, was wiederum Jan Böhmermann kürzlich kritisiert hat, nämlich False Balance. Ja? Zu glauben, dass es ausgewogen wäre, nur wenn man alle Parteien gleichermaßen in die Pfanne haut, das wäre genau nicht ein fairer und ausgewogener Journalismus. Also ich stimme Ihnen da so sehr zu. So, also dieses Missverständnis von, erst dann ist etwas ausgeglichen, wenn du über alle Seiten gleich lang sprichst. Ja, also sehe ich auch schon ähnlich. Da gab es ja auch in meinen Streams immer wieder mal die Kritik, also jetzt nicht an mir, sondern an dem Video an sich, dass das eben sehr einseitige Berichterstattung ist. Das Problem ist bloß, man muss das natürlich auch von der Gesamtmenge betrachten. Wenn jetzt halt wirklich eine Vielzahl der Probleme, die da entstanden sind, wirklich auf eine Sparte zurückzuführen sind, dann kannst du ja nicht sagen, ja, verteilen wir das jetzt mal einfach auf alle übrigen. Ich meine, da ist jeder schuld dran. Aber ich meine, klar gibt es ja immer mehr als einen Schuldigen. Aber es ist schon so, dass wenn du siehst, dass aus einem Bereich besonders viele Missstände entstehen, dann musst du auch diesen Bereich nennen. Dann kannst du nicht sagen, ja, es gibt fünf Bereiche und die haben alle Missstände. Und dass der hier irgendwie 90% aller Missstände verursacht, weshalb auch immer, es kann ja diverse Gründe haben, das verschweigen wir jetzt mal, das geht eigentlich auch gar nicht. Also das sollte man auch nicht machen, weil das relativiert ja nur die Probleme, die es da in dem Bereich gibt, in dem Fall in Form einer Partei. Ja, dementsprechend, das muss schon auf jeden Fall thematisiert werden. Dann darf man da das auch nicht ja, umstrukturieren, dass es wirkt, als ob da weniger wäre, damit es auf Krampf ausgeglichen ist, was es ja nicht ist. Ich meine, es kann ja an vielen Sachen liegen, es kann ja daran liegen, dass die Menschen, die da sind, grundsätzlich ja eher einen Hang zu weirden Machenschaften haben. Es kann aber auch daran liegen, dass diese Menschen, die dort sind, vielleicht sind ja auch alle Menschen grundsätzlich schlecht und die Leute, die da eben die Missstände verursacht haben, haben einfach überproportional viel Macht und können das deswegen besser ausnutzen. Vielleicht würde eine andere, kleinere Partei es genauso ausnutzen, wenn sie die Macht hätte. Aber das kann man jetzt halt an der Stelle schwierig beurteilen. So, das ist nicht Ausgeglichenheit. Und dann nicht sich sozusagen davon abhalten zu lassen von einem fälschlichen Gefühl von Balance, die eigentlich keine Balance ist, glaube ich, ist ganz wichtig. Ey, cooles Interview mit Ramona Westhof. Cool. Ah, ja, genau. Es gab beim Spiegel einen Journalisten, der einen formalen Kritikpunkt hatte. Hier, das war ein Artikel, wo die Frage war, diesmal ist mein Zielpublikum Silver Ager statt Gen Z, doch leider misslingt die Ansprache, weil ich so Sachen sage wie Sass. Und man weiß ja als alter Mann nicht, was Sass ist, weißt du sowas. Und da habe ich in die Kommentare geguckt und es kam richtig scheiße an, weil so viele alte Leute dann geschrieben haben, ey, ich bin schon älter, aber natürlich verstehe ich alles, was der Rezo sagt. Ich bin doch nicht dumm, Alter. Mit Mitte 50 versteht man jedes Wort. So, und da gab es richtig Stress, weil viele Eltern... Die tun auch immer so, als ob man alles so bevormunden müsste und du gar keine Anglizismen oder nichts verwenden dürftest, nur damit es jeder versteht. Ich meine, ich kann verstehen, dass man sich einer einfacheren Sprache bemächtigt, damit es wirklich jeder versteht, wenn man halt auch Verständigungsprobleme hat. Aber an der Stelle war das ja so ausgeschmückt und so ausführlich erläutert, da kann man auch Anglizismen benutzen. Und selbst wenn man es nicht rafft, dann kann man es auch in 2 Sekunden googeln. Das ist ja alles kein Stress. Wie sie die Leute halt so als übelst inkompetent darstellen, dass sie da nicht mal raffen würden, was er erzählt. Leute, Spiegel, alle. Weil viele Leute, die halt älter sind, schon sehr empört waren und gesagt haben so, ey, Junge, du hast gar keinen Plan, ob die Ansprache gelungen ist oder nicht. Die Ansprache ist gut gelungen. Ich bin alt und ich kann dir sagen, die Ansprache ist gut gelungen. Richtig, richtig viel Feedback an den Spiegel an der Stelle. Ich glaube nicht mal, dass das bös gemeint war von dem Autor. Mhm. Wisst ihr, was meine Theorie ist? Ich glaube, dem Autor ging es gar nicht darum, zu sagen, dass ich da irgendwas nicht gut gemacht hätte. Aber ich habe ja auch schon ein paar Kolumnen geschrieben. Es macht keinen Sinn, Zeitungsartikel zu schreiben, wenn du nichts zu meckern hast. Du stehst dann da halt, hast so einen Text geschrieben, wo du einfach nur nacherzählt hast, was jemand gesagt hat und brauchst noch irgendeinen Twist. Du brauchst irgendeinen Titel, der so ein bisschen mehr catchy ist. Was ist meine These? Was ist das? Und ich habe absolute Empathie dafür. Wirklich, ich habe absolute Empathie dafür, dass man dann vor diesem Text sitzt und sich denkt, ey, das müssen wir veröffentlichen. Und einfach nur zu sagen, hier erzählen wir das Video nach, was Rezo gesagt hat, ist ein bisschen mau. Und eine These, ey, das hat der cool gemacht, ist keine coole These. Zu loben ist nie eine gute These für so einen Zeitungstext. Was könnte eine
kritische These sein. Du bist dann wirklich am Brainstorm. Das ist meine Interpretation. Und dann schreibst du halt, ja, bin ich mir nicht sicher, ob die Alten. Könnte mir auch vorstellen, das ist so ähnlich lief. Ich habe mich aufs Maul gekriegt dafür, weil die Alten gesagt haben, doch, doch, laber mal bitte keine Scheiße, sprich nicht für uns. Wir haben das sehr gut verstanden. Aber das war die einzige Formkritik, die ich gefunden habe. Ich habe Lisa extra noch gesagt, ey, such mal bitte bei Zeitungen auch raus, ob irgendjemand inhaltlich gesagt hat, ey, diese Sachen stimmen nicht. Also die WissenschaftlerInnen hatten ja teilweise Faktenchecks gemacht, die ExpertInnen, und sind zum Schluss gekommen, ey, ne, super, super faktentreu. Aber einfach so die Frage, ey, gab es da auch irgendwas, wo Leute mal gesagt haben, ey, nee, hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Hättest du, nee, gab's nicht. Chat fragt gerade, die Welt vielleicht? Nee, ich habe Lisa auch genau das gesagt. Hey, wie, du findest nichts, wo Leute inhaltlich das Video angreifen? Kannst du bei der Welt gucken? Hab ich Lisa auch gesagt. Lisa hat nochmal geguckt, hat gesagt, nee, gibt's nicht. Auch die nicht. Niemand. So, was ist denn da los? Und ey, es freut mich. Ich will mich ja gar nicht beklagen. Also es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt beklage, dass niemand inhaltlich mein Video angreift. Es ist nur ein weirdes Gefühl, weil das ist das erste Mal, dass das passiert. Ist das erste Mal, dass einfach alle sagen, ja, pff, kann man nichts gegen sagen. Ich meine, wir legen auch noch mal mehr Wert auf Faktentreue, noch mal mehr Wert darauf, dass es alles richtig ist, was wir sagen. Ist halt schon funny so. Das ist auch ein cooler Satz. Hier hat Media geschrieben, bis zum Sonntagabend sammelte es bereits fast 2 Millionen Views an. Am Montagmorgen werden es vermutlich schon mehr als 2 Millionen sein. Ein einziger mehr. Krasse Schätzung. Ich hau mal eine These raus. Morgen früh hat das mehr. Ich hau mal eine These. Die Menschen sind weniger einfach. Video, 140 Quellen und eine Menge Arbeit stecken laut Wieso in dem Video. Die Kritik an dem Video erstreckte sich deshalb auch weniger auf inhaltliche Fehler, denn auf Äußerlichkeiten. Ja, das ist genau den Eindruck, den ich auch hatte von jetzt auch nach wirklich aktiv Suche. Also nicht nur die CDU hat dem. Ja, er wurde ja auch oft kritisiert einfach für seine blauen Haaren und Anglizismen, komplett unnötige Angriffspunkte, die dich dann halt auch einfach wie der übelste Lappen darstellen, weil du denkst dir, der Boy kann ja einfach gar nichts dagegen sagen. Dann fangen sie an, irgendwie zu beleidigen auf so einer richtigen unteren Ebene. Mit solchen Leuten hätte ich auch gar keinen Bock, im Real Life was zu machen. Dann lese ich die Tweets von denen teilweise und denke mir, was sind das für Argumentationen? Bitte direkt löschen einfach. Einfach direkt blockieren aus meiner Twitter-Bubble. Servus Kicks, Junge. Nice, dass du reinwirkst. Nichts entgegenzusetzen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab ja ansonsten auch so 2-3 Zeitungen, die vielleicht ein bisschen Bock hätten, gegen mich zu shooten. Aber umso mehr freut es mich, dass niemand ein Problem mit dem Video hat. Abschließend zu wissen jetzt, dass es alles clean rausgekommen ist, dass es bei euch total krass angekommen ist, dass es einen unglaublich krassen Diskurs auch ausgelöst hat. Ich glaube, über 100.000 Kommentare. Das ist richtig heftig, ja. 1 Million Daumen hoch, ich weiß es nicht. Weit über 10 Millionen, ich glaube über 12 Millionen Views. Also es ist einfach insane. Es ist insane, was das für einen Impact hat, ist insane, was das für einen Diskurs ausgelöst hat, ist insane, was das, dass das Feedback so positiv dazu ist, egal ob aus der Presseszene oder ob aus der wissenschaftlichen Szene oder ob auch so aus der breiten Gesellschaft. Ich bin einfach froh, dass das so, so, so positiv gelaufen ist. Ja, also ich fand das Video auch richtig geil. Nochmal fette Props gehen raus dafür, dass es halt so gut recherchiert war und halt dass jetzt nicht jeder zweite Satz auseinandergenommen werden konnte. Ich meine, ich glaube, es gab keinen einzigen Satz. Ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass da was inhaltlich falsch gewesen wäre. Beziehungsweise viele Leute sagen ja immer, dass was falsch ist oder zu einseitig betrachtet ist. Aber dann gibt es halt meistens auch keine konkreten Argumente, warum das halt so ist. Ist halt auch mal ein bisschen schwach. Nee, aber das Video fand ich richtig cool. Die Reaction fand ich auch richtig cool. Perfekter Abschluss zu dem ganzen Thema. Rezo und die Zerstörungsvideos. Hat mich gefreut. Ich lade das Video auch auf YouTube hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da gerne followen. Beziehungsweise da heißt es ja abonnieren. Auf kostenlose Basis. Wäre appreciated.